Und sie beschwert sich immer über meine Haare. Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Täglich Tobra. Ich gehe heute zu meiner Oma. Ich habe mich da selber zum Essen eingeladen. Also ich habe sie angerufen und gesagt, hey Oma, ich komme vorbei zum Essen. Sie so, ja klar, mach, kein Ding. Ja, und ich würde sagen, los geht die Fahrt. Tschüss. Yo, Leute, so. Ich bin jetzt gleich da und ich freue mich schon so dermaßen aufs Essen, ey. Ihr kennt das ja bestimmt alle, wenn ihr zu eurer Oma geht, da gibt es immer das mordsleckere Essen. Heute gibt es, also bei uns heißt es Geschnetzeltes. Eigentlich gibt es immer mit Spätzle, aber sie hat mich gestern noch, die ist so lieb, die hat mich gestern noch extra angerufen und so gemeint, ja du, ich würde Reis machen, weil wegen was putzen, was, keine Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall mega süß, dass sie mich da extra deswegen anruft, um zu fragen, ob Reis für mich auch in Ordnung wäre. So, ich muss mal kurz schalten. Also wie gesagt, sie hat mich extra angerufen, gefragt, ja, ist Reis auch okay für dich? Ich so, ja, natürlich, kein Problem. Das Spätzle wäre mir natürlich lieber, aber hey, komm, wenn sie da irgendwie Probleme mit hat und ihr das Umstände macht, will ich ihr natürlich auch nicht antun. Ja, und oh Gott, der Hunger herrscht so groß. Ich habe so dermaßen Hunger. Naja, ich würde sagen, das war es kurz zum Status-Update. Ich bin jetzt so in ungefähr 2 bis 5 Minuten bei ihr und dann wird gespeist. Ich würde sagen, wir sehen uns später. Tschüss. Yo, Leute, so. Und wie in jedem Video darf natürlich auch in dem beim Besuch bei der Oma auch über sie nicht fehlen. In dem Sinne, sehen wir uns später. Tschüss. Yo, Leute, so. Besuch bei der Oma wäre somit erledigt. Oder was heißt erledigt? Das ist ja kein zwingendes Muss. Ich gehe ja gerne zu meiner Oma. Ich komme vorher bei ihr rein. Das muss ich einfach mal kurz erzählen. Ich komme vorher bei ihr rein. Das Erste, was sie sagt, ist, ach, du wirst auch nicht dünner. Das macht sie jedes Mal mit mir. Und sie beschwert sich immer über meine Haare. Ich soll sie doch mal bitte wieder schneiden. Jetzt aber nochmal zu dem, dass ich nicht dünner werde. Beim Essen sagt sie dann zu mir, mach bitte den Topf leer, sonst muss ich es aufheben. Wo ich dann so denke, ja, was denn jetzt? Soll ich weniger essen oder? Ach, ja, die kann sich auch nicht entscheiden, ey. Aber ich finde das immer witzig, lacht dann immer nur. Sie sagt, brauchst gar nicht lachen, ist nicht witzig. Aber ich finde es mega witzig. Naja, ich fahre jetzt nach Hause und wir sehen uns später. Tschüss. Yo, Leute, so. Da brauchst du wieder ewig, bis es die Helligkeit angepasst hat. Ja, ich bin wieder zu Hause auf unserer wunderschönen Terrasse. Ich lasse mich gerade ein bisschen von der Sonne bescheinen. Ach, es ist so gutes Wetter. Eigentlich müssten wir da echt noch irgendwo hin. Aber alle, die ich kenne, müssen arbeiten oder haben andersweitig zu tun oder wohnen zu weit weg. Ja, aber da hinten kommt es auch schon wieder relativ schwarz. Ich guck mal, sieht man wahrscheinlich nicht. Ja, es wird wahrscheinlich in den nächsten paar Stunden noch regnen. So sieht es zumindest aus. Ja, wir sind, denke ich mal, am Ende des Videos angekommen. Ich überlege gerade, fahre ich noch wohin? Nehme ich da auch noch mit? Wisst ihr was? Wir machen so. Wenn heute noch was passiert, seht das gleich im Anschluss. Wenn nicht, dann seht ihr im Anschluss die Abmord. Bis dann. Tschüss. Yo, Leute. So, herzlich willkommen im nächsten Tag. Ja, ich habe gestern nichts mehr gefilmt, denn ich habe einfach nichts mehr gemacht gestern, weil, wie gesagt, entweder alle, die ich kenne, arbeiten sind oder zu weit weg wohnen. Ja, jetzt haben wir nächsten Morgen, wir haben gerade 8 morgens. Ja, ich habe Hunger und ihr wisst ja aus der Doku heraus, es wäre natürlich zu viel, sich selber was zu machen. Deswegen gehe ich jetzt zum Fastfood-Restaurant des Vertrauens. Wir sehen uns später. Tschüss. Yo, Leute, so, neuer Tag, neue Raucherpause. In dem Sinne, bis später. Tschüss. Yo, Leute, so, herzlich willkommen zum nächsten Abschnitt im Video. Ja, ihr seht es ja schon, ich hocke vor meiner Leinwand. Das heißt, ich werde jetzt die Videos für heute aufnehmen. Zum einen wäre das Dragon Age. Mal gucken, ob ich noch zu Minecraft komme. Ist ja immer abhängig davon, wie die Runde aussieht, die Stats. Ja, und ich begebe mich jetzt in die Aufnahme und wir sehen uns dann später nochmal. Tschüss. Yo, Leute, so, die Aufnahme wäre beendet. Man sieht es vielleicht jetzt schon am Licht. Ich habe die Softbox gerade mal ausgemacht. Ja, jetzt geht's für mich in den Schnitt. Habt ihr ja alles in der Doku gesehen. Ihr wisst ja, direkt nach dem Aufnehmen schnibbeln. Und eigentlich habe ich ja in der Doku gesagt, dass es nach dem Aufnehmen und nach dem Schneiden zum Essen geht. Aber ich war heute mal schon davor, habt ihr ja gesehen.
Ja, wie gesagt, jetzt geht's ans Schneiden. Zwei Sachen werden's. Minecraft und Dragon Age. Seht ihr ja beides heute. Ich hoffe, dass ich den Vlog heute auch noch geschnitten bekomme. Das heißt, ich muss auch alles so viel und... Oh, nee, Spaß. Ja, was mich gerade ein bisschen nervt, ist, dass ich halt immer jetzt momentan nur für einen Tag immer ein Video produziere. Weil ich hatte mir eigentlich mal vorgenommen, zumindest bei Dragon Age so zu machen, dass ich für mehrere Tage direkt vorproduziere, also für die ganze Woche, weil das Projekt kommt ja... Kannst du mal wieder schreiben? Danke, das wäre sehr nett. Ja. Ja, weil das kommt ja Montag bis Freitag und ich hatte mir eigentlich gesagt, okay, Sonntag, Tag zum Aufnehmen, da machst du nichts anderes. Da kannst du schön 5 Folgen vorproduzieren und gut ist. Aber irgendwie habe ich das bis jetzt nur sehr, sehr selten eingehalten, dass ich mal wirklich für eine komplette Woche vorproduziert habe. Ja, heute ist halt das Problem, wenn ich jetzt noch die restlichen Videos für die restliche Woche machen würde, dann wird es mir mit dem Schnitt nicht mehr lang, die Folge wird wieder zu spät kommen, wahrscheinlich würde ich sie dann wieder gar nicht hochladen. Ja, und darauf habe ich dann auch keinen Bock und deswegen schneide ich jetzt mal, damit alles noch pünktlich kommt und wir sehen uns später nochmal. Tschüss. Yo, Leute, so, ich bin fertig mit Schneiden, die Videos rendern, wie ihr seht. Und ich würde sagen, damit sind wir dann auch am Ende des Videos angekommen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer positiven Bewertung, wie ich es immer sage. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, haut da rein. Fuah!